Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Uncharted Thieves End. Heißt das, glaube ich. Premiere. Ich render gerade das Video heute am 12.11., was jetzt gleich um 15 Uhr online sein soll. Wir haben es jetzt aber gleich schon 13 Uhr. Das heißt, ich nehme jetzt auf, wo Wender gleichzeitig mit einem Rechner. Ich bin gespannt, ob das hinhaut. Ja. Ihr werdet wahrscheinlich erst Tage später in diesem Video erfahren. Das heißt, wenn ihr das seht und am 12.11. das Video später kam, jetzt wisst ihr warum. So, also Foto aufnehmen und versenden. Was ist denn mit meinem Mikro? Warum ist das schon wieder in meinem Gesicht drin? So. Kling. Dann werden wir uns mal die nächsten vier Piratenfürsten. Heißt nicht Piratenfürsten, nicht Piratencaptain? Piratenfürste sind das doch, oder? Oh. Da ist wohl eine Fackel runtergefallen. Oh. Komm, mal sehen, was übrig ist. Oh. Gehen wir erstmal zu dem Bein, zu Edward England. Edward England. Kräftiger kleiner Kerl. Ja, nun, ach, direkt auf der Tasche drauf. Schön. Schönes Ding. Es hat hier vibriert. Ach so. Oh, Sam hat geantwortet. Von links nach rechts. Siehst du? Sam weiß also auch nicht alles. Henry ist nicht angebracht. Ja, ich weiß. Sehen wir uns die Gemälde an. Edward England, Tariq bin Malik, Yazid al-Bashra, I never seen the monkey sideshow before. Von links nach rechts Edward England, Tariq bin Malik, Yazid al-Bashra, das Affensiegel habe ich noch nie gesehen. Ja nun, dann wird es wohl... Ach so. Einer von den beiden sein. Naja, nee, ist klar. Okay. Ja, Yazid al-Basra. Wirkt indisch. Fast. Mogul. Ah. Haben die Mogule nicht Avery ausgeraubt? Ganoven-Ehre. Ja, aber es das wirklich gibt. Ich denke doch. Zwei. Ha. So. Kein Name. Ja. Seine Aufmachung wirkt maurisch. Ja, oben kann man halt auch gar nichts erkennen. Da vielleicht irgendwas mit H ist aber auch, glaube ich, irrelevant. Haben die Sterne? Na, wer bist du? Und wer bist du? Ich kenne den Kerl nicht. Er wirkt viel jünger als die anderen Piraten. Ja. Irgendwie in den 20ern, glaube ich. Aber... Hier fehlt doch das Symbol. Da ist es. Und vier. Ja nun, dann schauen wir mal, wer wie wo was war. Hier, das Assassinenzeichen. Naja, nicht ganz, aber es kommt denen schon nahe. Von Weitem auf den ersten Blick. So. Also, Affe wissen wir jetzt noch nicht. Das okay, wissen wir noch nicht. Ich habe nicht. Die Namen von zwei von ihnen. Wir sollten das trotzdem lösen können. Ich denke auch. Wir fangen da an. Wir fangen hier an. Bei der Waage. Die Waage ist England. Wir brauchen... ich würde sagen, dieses so. Genau. Dieses so. Wenn ich tippen müsste, weglegen. Und oder aber auch nicht. Ah, ja. Ich denke, dass das nach da kommt. Pass auf. Das kommt nach da. Allerdings... So.
Dann passt es zu den anderen Fragezeichen und jetzt auch hier hin. Und dann haben wir noch den Tiger. Den müssen wir dann so legen. Also die Waage steht auf dem Kopf. Und der Tiger guckt nach unten. Das machen wir erstmal. Die Waage steht auf dem Kopf und der Tiger guckt nach unten. So. Dann muss dieses Zeichen wahrscheinlich nach links zeigen. Ich bin mir nicht sicher. Und das andere nach unten. Aha. Was haben wir hier? Ich weiß noch nicht genau. Na, dann schick's doch an Sam. Wirklich? Hey, aber er ist doch der Piratenexperte. Ich meine ja nur. Aber dann machen wir ein schönes Bild hier, ne? So. Mit Schatten. Okay, einmal. Dann müssen wir hier auch noch ein Bild von machen. Ein bisschen nach oben, bitte. Zweimal. Und das letzte. Dreimal. Okay, mal sehen, was das er sind dazu sagt. Inseln, oder? Hörst du? Das sieht fast aus. Ja. Inselgruppen. Was tust du? Du hast doch Fotos gemacht. Halt mal. Also, Averys Rekruten haben ja damals wohl keine Smartphones gehabt. Na, wahrscheinlich nicht. Unwahrscheinlich. Also wären sie nur so auf den nächsten Hinweis gekommen. Das sind Hinweise. Ja, pass auf. Natürlich sind das Hinweise. Jetzt legt man das alles zusammen und... Voila. Okay, das sind wohl Fassadwinde. Ja, und das sieht aus wie Breitengrade. Und ich schätze, wir packen mal wieder unsere Taschen. Natürlich. Was? Rodeus Quod Licentia. Nein, nein, das kann nicht sein. Was meinst du? Oh Gott, so offensichtlich. Nicht? Warum habe ich das nicht eher erkannt? Scheiße, jetzt spuckst du einfach raus. Wovon zum Teufel sprichst nein, du? Nein, warte mal. Sam, hast du die Fotos? Na klar. Sieh mal an. Da denke ich, ich rufe Sullivan an. Und wer hebt dann ab? Wie geht's dir, Nate? Hey, Rafe. Ist eine Weile her. Woher hast du die Nummer? Hast du sie auf einem Bierdeckel gefunden? Schön wär's. Das hätte mich nur ein paar Gläser rumgekostet. Nein, nein. Ich habe ein Batzen Geld bezahlt, um euch zu finden. Ja. Ich hoffe, du hast nicht zu viel in dieses Avery-Ding gesteckt. Da gibt's harte Konkurrenz. Ja, du hast dich ziemlich clever angestellt. Aber am Ende zählt ganz allein, wer Averys Schatz zuerst kriegt. Aha, das klingt wie eine Wette. Hey, Nate, du weißt, ich stehe auf Wetten. Nur meine Partnerin. Tja, sie bevorzugt die Vermeidung unnötiger Risiken. Wow, Rafe Adler hat die Zügel nicht mehr in der Hand. Die Zeiten haben sich geändert. Hör zu, Nate. Ich mach dir ein einmaliges Angebot. Du lässt die Sache sein. Gehst heim, lebst dein Leben. Alles ist vergeben und vergessen. Wegen der alten Zeiten. So verlockend das auch klingt, Rafe. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht der Typ, der aufgibt, wenn er gerade gewinnt. Okay. Rodeus Quod Licentia. Für Gott und Freiheit. Echt nette Bilder, Nate. Guter Aufbau. Du hast uns gehackt. Du hast mein Kreuz geklaut. Hör zu, Nate. Wenn du halb so schlau bist, wie du selbst glaubst, akzeptierst du jetzt. Wie sieht's aus? Hör zu, es war wirklich nett, mit dir zu plaudern, aber ich habe gerade noch einen Anruf. Gut, Nate. Nur noch eins. Nate! Was? Dir ist doch klar, dass eure Telefone auch GPS haben, oder? Wir sehen uns dann, Kumpel. Lass mich raten, Kerle mit Waffen sind weg, hier und weg, weg, weg. Sam, für Gott und Freiheit. Nathan, weißt du, was das bedeutet? Sam, hör mir zu. Weg von der Straße, sofort. Zerstör dein Telefon. Was ist denn los? Rafe weiß, wo wir sind. Du musst dich sofort verstecken.
dir Neues. Oh, schade. Mal ganz kurz zwischendurch speichern. Und in der Zwischenzeit kann ich mal sagen, wenn dieses Video ruckeln sollte, dann liegt es tatsächlich daran, dass ich nebenbei ein Video ändere. Das ist jetzt mal so ein Test. Ich sehe nämlich in der Vorschau vom OBS tatsächlich, dass es am Ruckeln ist. Nicht immer, aber gerade in den Videosequenzen hat man das gesehen. Wenn euch das auch aufgefallen ist, schreibt es mal in die Kommentare. Nicht, dass ich das in ein paar Tagen schon wieder vergesse, weil dieses Video rendere ich erst die nächsten Tage irgendwann und dann weiß ich auch nicht, ob ich mich daran noch dran erinnern kann. Wäre total toll. Und wenn wir schon mal dabei sind, lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Total toll. Ja, auch wenn es ruckelt. So. Wir werden gleich sterben. Ich hoffe, dass Sam das überlebt. Das wäre blöd, wenn nicht. Okay, und raus hier. Okay. Hallo? Sully. Ich glaube, das ist Sams Turm. Oh, yes, glaube ich auch. Auf jeden Fall ist das Sams Turm. Komm schon, hier lang. Okay, dann würde ich mal sagen, wir beeilen uns ein bisschen. Da darf ich mal... Excuse me, danke. Ja. Oh, Entschuldigung. Ja, klar. Nicht gut, ist nicht gut, ist nicht gut. Immer zu mir. Ich habe keine andere Waffe. Das ist nicht viel. Okay. Haben wir noch was hier irgendwo? Eventuell. Hier. Ah. Okay, da geht's nicht lang. Noch eine Granate. Chill. Steht ja immer noch. Ja, genau. Schwierig. Hier lang. Warum geht's hier eigentlich? Stirb doch.
Okay. Schmerzen. Ja, klar. Die Treppe auf. Okay. Welche... Fuck! Welche Treppe? Die Treppe. Oh, hat geklappt. Spaß ist die eine Sache. Boah, Alter. Gibt's hier eventuell jemand mit Granaten? Niemand. Das ist nicht viel. Das ist gar nicht viel. Nein! Und drüber. Und hier lang. Und fuck it. Das gibt's doch nicht. Oh, da ins Auto rein und wegfahren. Und Geronimo! Alles gut. Wie kommen wir zu Sam? Einfach immer nach unten. Ja, gar kein Problem. Ciao. Oh, ist denn hier eine Handbremse? Eigentlich hier, ne? Okay, alles klar. Auf geht's mit Gebrülli! Ciao! Nein! Verdammt! Oh nein! Warum? Ich will hier nicht langfahren! Ich will nicht da hinterherfahren, das macht gar keinen Sinn! Ja... Ich habe da ein paar andere Wege gesehen, die wir vielleicht benutzen können. Sorry. Ja, Mann. Und tschüss. Das gibt es doch nicht. Ich will nicht da. Ich will hier lang. Au, 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 au. Ah, aua, aua. Ja, ich versuch's. Ich versuch's. Ist aber nicht so einfach mit so einem Panzer am Arsch. Und Feuer! Ja, Mann. Und hier lang. Und hier lang. Doch. Verdammt, hier lang. Nein, hier geht's nicht lang. Ja, ich versuch's ja. Aber ich weiß nicht ganz genau, wo lang. Gerade, 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 gerade. Okay. Ach du Scheiße. Hoppala, Entschuldigung, tut mir leid. Ja. Ah, fuck. Ja, bester Fahrer der Welt! Ja. Nein, 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 nein. Was? Hier lang? Hier lang, okay. Hier lang. Ja. Schauen wir mal, wo es lang geht. Die Treppe? Die Treppe? Oh, nein. Hier nicht. Verdammt. Welche Treppe? Oh, was für eine Treppe redet er? Oh. Oh. Nein. Ich habe die Treppe gesehen. Aber zu spät. Okay. Alles klar. Treppe, 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 Treppe. Ja. Das war die Treppe. Ja. Komm. Und rüber! Ja, Mann! Das war knapp. Meinst du echt? Ich hab so ein Gefühl.
glaube, wir sind zu los. Hey, Nate. Ja? In dieser Stadt können wir uns nie wieder blicken lassen. Die Liste wird länger. Ja, ich denke auch. Echt jetzt? Ja, klar. Sorry. Ich muss hier mal eben lang. Ja, tut mir leid. Ja, Manjama. Mein Gott. Dann soll der Laster mal vorbeikommen. Nee, mach mal nicht. Oh, bitte. Oh nein. Ah, verdammt. Ah. Heilige Scheiße. Tja, hallo. Ja, geht schon. Wir sind fast da. Halte Ausschau nach Sam. Hey, ich glaube, da ist er. Da drüben. Oh, oh. Festhalten. Was denkst du, was ich hier mache? Er steckt ganz schön in der Scheiße. Kommen wir zu ihm. Uff. Wow. Hühner, Ziegen, alles. Wo denn? Ah, da. Oh. Das ist kein... Nicht gut. Schade. Einmal nach oben bitte, eventuell. Hallöchen. Ich hänge nur so ab. Au. Nicht gut. Hühner! Ciao! Das ist ja wie Wasserski! Es geht doch kaputt! Ups. Hinten? Nein. Nicht nachladen, schießen. Ich würde ja gern, aber ich habe vielleicht keine Munition mehr. Können wir hier vielleicht irgendwie... Ja, so ist besser. Schade. Okay. Nun. Versuchen wir es doch mal. Okay, er hier. Der hier und oh.
Geh doch in Deckung. Nicht schon wieder sterben. Ciao. Hallo? Nicht gut. Ah, verdammt. Wie? Aber der brennt doch. Wo? Nein. Tschüss. Hallo! Jetzt hör auf! Okay! Tachchen? Tachchen! Ah, Schmerz. Der Schmerz ist schon wieder hart. Nicht gut. Und hoch hier. Na komm. Verdammt doch mal. Hallöchen. Na du, auch hier? Ich bin dran. Hi. Was geht hier denn ab mit denen? Oh, nein, nicht gut. Tschüsschen. Und zwei noch, komm. Sam, wenn du Bock hast, komm her. Er schon wieder. Nein. Das ist ja blöd. Wir sehen uns gleich wieder.